kauender Permafrost bringt viele bekannte Risiken mit sich. Die ersten Auswirkungen und Schäden sind bereits in vielen Permafrostregionen der Erde zu beobachten. Zeitpunkt und Dringlichkeit dieser Auswirkungen sind bisher erst ansatzweise verstanden. Es gibt viele wechselnde Parameter, die zu einer besseren Abschätzung nötig sind. Die Landschaften verändern sich. Das hat oft sehr unterschiedliche und gegensätzliche Auswirkungen auf den Permafrost. Zum Beispiel der durch das wärmere Klima bedingte Vegetationszuwachs. Oder eine dickere Schneedecke, die den Boden vor kälteren Lufttemperaturen schützt. Ebenfalls haben Forscher in einigen Regionen eine Vertiefung der Auftauschicht beobachtet, wobei die Permafrosttemperaturen bisher aber weitestgehend unverändert blieben. Andererorts hingegen scheint die Auftauschicht stabil zu sein, während der darunterliegende Permafrost sich schnell erwärmt. Zusätzlich gibt es weitere Beobachtungen, die unser bisheriges Verständnis über Permafrost grundsätzlich ändern könnten. In Sibirien zum Beispiel haben sich plötzlich große Krater gebildet. Wissenschaftler vermuten, dass sich Erdgas unter den undurchlässigen Permafrostschichten sammelte und schließlich durch eine Eruption die Krater entstanden. Über Permafrost gibt es noch viel zu lernen. Deshalb haben Klimaforscher und Geowissenschaftler das Global Terrestrial Network for Permafrost gegründet. Ein globales Beobachtungsnetz zur Erfassung von Veränderungen in Permafrostgebieten. Teil dieses globalen Netzwerks ist das Thermal State of Permafrost Beobachtungsnetz. Hier werden Messungen der Permafrost-Temperatur koordiniert, sowie das Circumpolar Active Layer Monitoring Beobachtungsnetz. Hier werden Messwerte über die Mächtigkeit der Auftauschicht gesammelt. Die von diesen Netzwerken gewonnenen Daten werden in einer zentralen Datenbank zusammengeführt und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Dadurch können Forscher aus aller Welt wertvolle Informationen über das Ausmaß, die Verteilung, die Stabilität und das Verhalten von Permafrost erhalten. Nichtsdestotrotz ist es notwendig, noch weitere Schlüsselparameter regelmäßig zu messen, damit Permafrost noch besser überwacht werden kann. Permafrost beginnt sich weltweit zu verändern. So gesehen scheint Permafrost nicht mehr permanent, also dauerhaft zu sein. Die internationale Gemeinschaft muss sich jetzt dem Problem dieser bevorstehenden Veränderungen widmen. Durch die koordinierte Zusammenarbeit nationaler Regierungen und internationaler Organisationen können wir die notwendigen Werkzeuge und das Wissen erwerben, um die Auswirkungen des Permafrostrückgangs zu verstehen und Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung in Angriff zu nehmen.